Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich ein ganz cooles Video für euch. Es geht nämlich um Heldenkombinationen. Ja, die sind ganz lustig, machen Spaß auf jeden Fall. Ich muss ja auch mal wieder ein Video raushauen, wo es ein bisschen um Spielspaß geht. Ne? Jetzt nicht immer so um Ernsthaftigkeit. Aber die Kombos bringen auf jeden Fall auch was und sind komplett unerwartet. Also macht euch auf jeden Fall auf was gefasst. Sind vor allem auf Duos ausgelegt, also immer Helden, Kombination mit zwei Helden. Aber natürlich könnt ihr es in einer Dreiergruppe oder Vierergruppe vielleicht sogar zwei Kombinationen mit einfügen. Und zur Not, wenn ihr alleine seid, auch mit irgendjemandem Fremden. Aber da wird es natürlich mit der Kommunikation schwierig. Aber ja, sonst wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und springen wir mal direkt rein. Ja, fangen wir mal direkt mit einer ultra geilen Kombo an. Ihr seht schon, Smetra und Reinhardt kombiniert. Das Prinzip dieser Kombination ist, dass ihr quasi Teleport hinter die gegnerische Backline platziert. Und dass ihr oder euer Teammate dann als Reinhardt quasi zurückchargen kann und dann einen Gegner mit sich mitnehmen kann. Ihr seht das hier alles mit den Bildern veranschaulich, damit ihr das verstehen könnt. Jedenfalls ultra lustig, die Gegner erwarten das kaum und ihr seht schon, der Reinhardt hat hier versucht hinterher zu chargen, hat aber nicht geklappt. Hier nochmal aus der anderen Perspektive. Ihr könnt euch natürlich auch andere Spots suchen, aber so das Grundprinzip bleibt bestehen. So, dann nächste Combo, McCree plus Lucio. Ja, was ist der Sinn dieser Combo? Einfach während der McCree-Ult, dass man da einfach diesen Speedboost mit E, also mit dem Amp It Up, also mit der Verstärkung der Schnelligkeit, dass man das macht. Wie ihr seht, es gibt einen ultra krassen Schnelligkeitsboost, also mit McCree ist man ja unnormal unbeweglich, eigentlich, aber in der Ult. Aber mit dem Speedboost natürlich wird das komplett rausgehauen. Als Reaper könnt ihr es auch machen. Ist auch ein langsamer Held während der Ult. Ihr seht schon, ich bin komplett über den Punkt gesäbelt. Also nicht richtig nice. Es fühlt sich aber richtig gut an, wenn man in so einer Ult mega schnell ist. Ein entscheidender Faktor ist noch, dass man dann relativ gut ausweichen kann. Also durch die ganze Schnelligkeit ist es auch schwer zu treffen, wie ihr es hier gesehen habt. Und jetzt nochmal aus der Perspektive von Lucio. Einfach ja aufpassen, dass ihr die Fähigkeit bereithaltet und auch ab und zu mal dann am Ende vielleicht zur Heilung switchen, damit der Teammate überlebt. Die nächste Kombo ist auch richtig nice. Also sie macht ultra viel Spaß. Diva plus Mei. Das Prinzip dieser Combo ist, dass ihr mit der Maywall eure Diva-Bomb verschieben könnt. Das heißt, ihr auf irgendeinen Highground machen könnt. Also quasi immer so hinter so eine Wand, die perfekt mit der Wall übereinstimmt, mit der Größe. Das könnt ihr über jede Wand machen. Oder hier auf dem Oasis-Punkt, ein richtig guter Spot. Ja, mitten auf dem Punkt, perfekt, da unten. Das reicht genau hoch. Die Gegner wissen nicht, woher die Bomb kommt. Die stellen sich darauf ein, jo, ich werde nicht getroffen. Aber plötzlich kommt die Wand ganz am Ende natürlich zünden und dann werden die getroffen. Als nächste Combo haben wir Reinhardt plus Hammond. Wird in Overwatch 2 leider nicht mehr möglich sein, weil es ja nur einen Tank gibt, aber nutzt es aus, solange es noch gibt. Es ein 6 gegen 6 gibt. So, ich zeige euch mal das Rollout dafür. Also, ihr müsst halt gucken, ob ein Junkrat da ist. Geht dann da hoch, geht kurz aus dem Ballmodus raus, macht weiter. Hier am besten nochmal S drücken, dann fliegt er ein bisschen weiter hoch. Und dann die Gegner vom Highground runterschubsen. Ja, das Prinzip ist, dass die Gegner vom Highground runterschubst. Das könnt ihr auf anderen Spots suchen, aber hier ist schon mal ein guter Spot für euch. Und der Reinhardt chargt dann jemanden. Muss man schon relativ gut timen, aber als Reinhardt ist es schon lustig, die Gegner runtergenockt werden, direkt zu chargen. Und ihr merkt schon, Symmetra ist oft vertreten. Ist einfach mega lustig, mit ihrem Teleport rum zu experimentieren. Nächste Kombo Diva plus Symmetra. Wie ihr seht, man kann die Bomb einmal durchfliegen lassen, wie hier. Und einmal einfach platzieren und wenn dann quasi ist die Symmetra dann den Teleport, dass die Teleport genau auf die Bombe platziert. Und dann ist das Timing einfach perfekt. Ihr könnt das auch hochschießen, das klappt auch. Also entweder der Teleport steht, ihr schießt die Bombe dadurch oder ihr platziert die Bombe zuerst auf dem Boden ohne Shift oder ohne den Flug, ohne den Boostern und eure Smash-Up platziert das dann einfach direkt auf die Bombe und das Timing ist einfach so perfekt, also genau wenn die rüber teleportiert wird, explodiert es, also das ist unfassbar unerwartet für die Gegner, die können da nicht gut drauf reagieren. Ja, und sonst kann man es alternativ auch mit Junkrat machen, also mit Smetra Teleport kann man viele Sachen machen. Mit Junkrat ist es auch ultra nice, wenn man es gleichzeitig zündet, das heißt also die Ult mit dem Teleport und das ist auch komplett. Ich finde es mit der Diva Bomb schon geiler, aber es kann auch ganz gut klappen mit dem Junkrat, wenn man nicht weiß, wo der Reifen ist. Zum krönenden Abschluss hätten wir dann Ana plus Junkrat. Was ist der Sinn der Kombination? Naja, ihr sollt mit Ana einen Tank sleepen, also am besten Tank, weil mit Squishies, die könnt ihr direkt ganz einfach töten und dann eine Junkrat-Trap platzieren, ja. Es ist einfach ultra lustig, einen Gegner so lange festzuhalten und es macht einfach richtig Spaß. Ihr könnt die Trap daneben platzieren und dann mit einer Mine reinlocken, damit ihr nochmal extra Damage habt, aber wenn euch das zu stressig ist, macht es einfach ruhig, dass ihr die Trap dann drauf platziert. Und dann haltet ihr den Tank richtig lange fest, das bringt euch richtig gut was, könnt ihn töten und macht Spaß. Das war's auch schon mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch eine positive Bewertung da, lasst ein Abo da, es wird auf jeden Fall viele weitere solche coolen Videos geben. Ich hoffe mal, es hat euch auch was gebracht und wir sehen uns beim nächsten Mal, ciao.